herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, Mäuschen. Wie ihr seht, ja, wir sind nicht in meinem Scania. Also schon auch in meinem, aber, oh, du, was ist das hier, euer Ernst jetzt? Aber in dem schönen Vierer. Na komm, du lässt mich doch. Atze, danke. Denn meiner geht jetzt in die Werkstatt und bekommt eine funktionierende Boogie-Achse. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen habe ich mir um unseren alten Vierer wieder geschnappt. Oldschool sein Urgroßvater, sage ich dazu nur. Ein schöner LKW, oder? Mal ganz ehrlich. Schöner LKW. So. Wir sind fertig. So. Hier sollen die, ganz kurios, die Container befüllt werden. Hatte ich so noch nicht. Aber gut. Hier die dicken Brommer, wa? Da machen wir doch aber gleich mal ein Greeny Nanini. Alter Kops, man kennt ihn, den Allerechten. Achso, wir können doch aber auch hier. Da gehen die Räder gerade, Achsen gehen hoch. Wunderbärchen. Bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir uns das mal angucken hier. Der landet oder startet oder mal. Okay. Gut, wir machen mal. Oh, warte mal, wir machen das von hier. Schön, einfach nur schön. Wir sind wieder auf der Eurofresh Map unterwegs. Und ich muss sagen, das ist ja mal auch ein übelst geiles Bildchen mit dem alten. Nein, die falschen Felgen und falschen Reifen, ich sehe es gerade. Das war's wieder komplett. Oh, ich raste aus. Nächste Werkstatt ist meine. So, Screening Danini machen wir trotzdem. Wunderbar. Und dann werde ich das mal eben abklären jetzt hier. Oha. Der nächste Brummer. Ist hier gut los. Gut, Leute, der muss gleich. Ja, erstmal die falsche Tür gegangen vorhin. Man kennt ihn. Aber ab geht's. Wir haben 27 Tonnen. Sag schnell. 27 Tonnen Motorradteile haben wir drauf. Was genau? Keine Ahnung. Ach, das mit den Felgen und Reifen, das geht mir so auf den Zünder gerade, aber egal. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. So. Der schöne DC-16. So.
stopp. Das war's wieder komplett. So, Feuer frei. So, dann hatte ich vom... Ich habe hier ein bisschen andere Mucke, mal ein bisschen drauf. Und... Warte mal, ich hole euch mal mit dazu. Und... Letztes Mal schon Musik eingespielt oder ich hau mal in hier den Ofen. Yeah. Ah. So, und das war beim letzten Mal extrem leise. Und da hat der liebe Shifty, Grüße gehen raus an dieser Stelle und schönen Dank nochmal mir. Einen Link zu einem Programm geschickt, womit er früher auch immer seine Sounds bearbeitet hat. Der alte DJ, der aller echte. Biege nach links ab. Aber ich hab das. Wie sieht das auf dem Navi komisch aus, oder? Hab das dann doch anders geregelt und zwar habe ich einfach, das ist ja ein, eine Datei quasi, diese Stunde ist eine Datei. Und ja, hab dann einfach mal das Ding in den, also in den DaVinci, genau, wo ich meine Videosammeln mache. Ach ja, schwer geburt. Und da einfach mal ein bisschen die Pegel aufgedreht und siehe da. Mucke on point, schön laut. Sehr geil, wunderbar. Mal was anderes, ich meine, der Truckstop. Brauchen wir nicht drüber reden. Mega. Was willst du denn? Hallo? Ah, er hat sich beinahe eingeschissen, ne, du kleine Mistmade, du Mistige. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, du bist witzig. Sag mir sonst, welche ich sonst. Nimm diese Ausfahrt. Ja, Mäuschen. Welche sonst? Du witzige. Was? Bitte? Oh, wir gehen sie noch, die alten 80er, wa? Herrlich. Julian, du wirst sie noch kennen. Deine Zeit. Da ging er ab wie ein Zäpfchen, du der Kleine. Ding Audio oder ist er da? Ach, nee. Hallo. In diese Ausfahrt. Wie er da rumzirkelt, der Wahnsinn. Wahnsinn! Wir müssen rechts abbiegen. Das werden wir tun. Biege nach rechts ab. Ich muss auch noch nicht mal. Oh. Das war so klar.
aber auch eigentlich froh drüber bin, war, ich habe gestern mal im Discord drei Bilder von drei verschiedenen, unter anderem meinen normalen NGT, der allerechte, dann den hier und den Next Gen, den S, den normalen von SCS, der aber auch getuned ist. Und da kam raus, dass meine lieben Freunde aus dem Discord gerne diesen mal wiedersehen wollen. Und ich muss sagen, ich feiere das auch. Ausrasten hier. Kann den Ruhepuls von
wenn nicht noch weniger und dann sowas wieder. Ach, jetzt auf einmal. Der kleine Höger da mit dem Radlader. Oh, können wir hier drehen? Da können wir drehen. Einfach geht sowieso wieder zurück. Oder? Ja, ja, nee, oder? Doch. Sehr schön. Das ist auch nur, wenn du so kurz und knapp hier in die Richtung. So, dann stellst du das Navi in die Richtung. Die ballen sich aber auch ein hier. Da hinten ist er, hundertprozentig. Das muss er sein. Sicher. Ja, ja, ja.
Doch, das ist er doch. Na sicher, sicher. So. Leute, ich kläre das kurz ab. Ja, Leute. Das ist schön, wir sind richtig. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen da rückwärts rauf. Habe ich richtig Bock. Aber nützt dann nichts. Was ist hier, Krawattenfuzzi? Zumal, dann nützt ja nix. So Leute, wir sind leer und das, alter Schwede, ich weiß gar nicht sagen, aber es gab mir noch schön was zu essen. Sehr nett die Leute hier. So ein kleiner uriger Betrieb hier. Unfassbar. Ja, da gab es, ja, das, eine Tasse Kaffee gab es natürlich noch. Alter Verwalter. Deswegen werden wir jetzt auch starten. Oh, er ist aber auch wirklich hübsch, ne? Ist schon hübsch. Wir fahren jetzt 2 Stunden leer. Und dann sind wir auch durch für heute. Denn wahr ist das. Und das war es auch wieder komplett. So, leer heißt, Alter, vor allem ist das doch ein bisschen, wo mache ich das? Hier mache ich das, ne? Holy moly, das war aber jetzt sehr, oder wo mache ich das? Gameplay? Ne, da mache ich das. Was mache ich da? Ja, das. Ne, ich dachte, das Navi geht dann auch mal drunter, aber okay. Das kann ruhig, das finde ich ganz cool. Schön hell. So. Ich würde sagen, Feuer frei. Zweiten Gang. Auch noch nicht den ersten. Verabschieden, die waren wirklich sehr nett. Sehr, sehr nett. Oh, aber das. Ja, sie sagen aber auch, das ist eigentlich nichts für tiefer gelegte Autos.
Alter Verwalter. Auf einmal redest du wieder mit mir. Kleines Snatch, du. Wo seid ihr denn? Da. Steckt euch, ja? Also mir fängt gerade auf, die Mucke war am Anfang ganz witzig, aber jetzt wird sie... Wir fahren auf Mallorca,
diese Ausfahrt. Perfekt. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Euer Bollemann.